Textbuch, Kapitel 24. Das Ziel der Besonderheit. Nummer 7. Die Stätte der Begegnung. Seite 516 bis 519. Wie verbittert verteidigt jeder, der an diese Welt gebunden ist, die Besonderheit, von der er wünscht, dass sie die Wahrheit sei. Sein Wunsch ist ihm Befehl und er gehorcht. Nichts, was seine Besonderheit verlangt, versagt er ihr. Nichts, was sie braucht, verweigert er dem, was er liebt. Und während sie ihn ruft, hört er keine andere Stimme. Keine Mühe ist zu groß. Keine Kosten sind zu hoch. Kein Preis ist zu teuer, um seine Besonderheit vor der geringsten Kränkung, dem winzigsten Angriff, einem geraunten Zweifel, dem Andeuten einer Drohung oder irgendetwas, was nicht tiefste Ehrerbietung ist, zu retten. Das ist dein Sohn, von dir geliebt, wie dich dein Vater liebt. Er steht dir doch an der Stelle deiner Schöpfung, die dein Sohn sind, damit du die Vaterschaft Gottes teilen und sie ihm nicht entreißen mögest. Was ist dieser Sohn, den du gemacht hast, damit er deine Stärke sei? Was ist dies Kind der Erde, das mit einer solchen Liebe überschüttet wird? Was ist diese Parodie der Schöpfung Gottes, die den Platz der Deinen einnimmt? Und wo sind sie, nachdem nun Gottes Gastgeber einen anderen Sohn gefunden hat, den er ihnen vorzieht? Die Erinnerung an Gott leuchtet nicht allein. Das, was in deinem Bruder ist, enthält noch immer die gesamte Schöpfung, alles Erschaffene und Erschaffende, Geborene und noch Ungeborene, noch in der Zukunft liegende oder anscheinend Vergangene. Was in ihm ist, ist unveränderlich, und deine Unveränderlichkeit wird durch ihre Anerkennung wahrgenommen. Die Heiligkeit in dir gehört ihm. Indem du sie in ihm siehst, kehrt sie zu dir zurück. Jeder Tribut, den du der Besonderheit gezollt hast, gehört nur ihm und kehrt zu dir zurück auf diese Weise. Alle Liebe und Fürsorge, der starke Schutz, der Gedanke Tag und Nacht, die tiefe Sorge, die machtvolle Überzeugung, dass du das bist, gehören ihm. Es gibt nichts, was du der Besonderheit gegeben hast, was nicht ihm gebührt. Und nichts, was ihm gebührt, gebührte nicht auch dir.
wie kannst du deinen Wert erkennen, solange es stattdessen die Besonderheit Anspruch auf dich erhebt? Wie kannst du es versäumen, ihn in deines Bruders Heiligkeit zu erkennen? Suche nicht, deine Besonderheit zur Wahrheit zu machen. Denn wäre sie es, wärst du für wahr verloren. Sei vielmehr dankbar, dass es dir gegeben ist, seine Heiligkeit zu sehen, weil sie die Wahrheit ist. Und das, was in ihm wahr ist, muss in dir ebenso wahr sein. Frage dich Folgendes: Kannst du den Geist beschützen? Den Körper ja, ein wenig, nicht vor der Zeit, aber eine Zeit lang. Und wie sehr du zu bewahren glaubst, verletzt du. Wofür willst du ihn bewahren? Denn in dieser Wahl liegt ebenso sein Wohl wie auch sein Wehe. Bewahrst du ihn, um ihn zur Schau zu stellen, als Köder, um einen anderen Fisch zu fangen, als stilvollere Behausung für deine Besonderheit oder um einen Rahmen der Lieblichkeit, um deinen Hass zu weben, so verurteilst du ihn zu Zerfall und Tod. Und wenn du diesen Zweck in deines Bruders Körper siehst, so hast du deinen eigenen Körper ebenso verurteilt. So webe vielmehr einen Rahmen der Heiligkeit um deinen Bruder, damit die Wahrheit auf ihn leuchten und dir Sicherheit vor dem Verfall verleihen möge. Der Vater bewahrt das in Sicherheit, was er erschaffen hat. Du kannst es mit den falschen Ideen, die du gemacht hast, nicht berühren, weil es nicht von dir erschaffen wurde. Lass deine dummen Hirngespinste dich nicht erschrecken. Das, was unsterblich ist, kann nicht angegriffen werden. Was nur vergänglich ist, hat keine Wirkung. Allein der Zweck, welchen du darin siehst, ist von Bedeutung. Und wenn dieser wahr ist, ruht dessen Sicherheit geborgen. Wenn nicht, so hat es keinen Zweck und ist für nichts ein Mittel. Was immer als ein Mittel für die Wahrheit wahrgenommen wird, teilt ihre Heiligkeit mit ihr und ruht im Licht so sicher wie sie selbst. Auch wird dieses Licht nicht verlöschen, wenn es vergangen ist. Sein heiliger Zweck hat ihm Unsterblichkeit verliehen und ein weiteres Licht in den Himmel gesetzt, wo deine Schöpfung eine Gabe von dir wiedererkennen, ein Zeichen dafür, dass du sie nicht vergessen hast.
für alles auf der Erde ist der Prüfstein einfach dies. Wozu dient es? Die Antwort macht es zu dem, was es für dich ist. Es hat von sich aus keine Bedeutung. Doch kannst du ihm dem Zweck entsprechend, dem du dienst, Wirklichkeit verleihen. Hier bist du nur ein Mittel, zugleich mit ihm. Gott ist sowohl ein Mittel als auch Zweck. Im Himmel sind Zweck und Mittel eins und eins mit ihm. Das ist der Zustand wahrer Schöpfung, der nicht in der Zeit zu finden ist, doch in der Ewigkeit. Niemandem hier kann das beschrieben werden. Noch gibt es irgendeinen Weg zu lernen, was dieser Zustand bedeutet. Erst wenn du über das Gelernte zum Gegebenen weitergehst, erst wenn du wiederum ein heiliges Zuhause für deine Schöpfung bereitest, wird es verstanden. Ein Mitschöpfer mit dem Vater muss einen Sohn haben. Doch dieser Sohn muss wie er selbst erschaffen worden sein. Als ein vollkommenes Wesen, allumfassend und allumfasst, dem nichts hinzuzufügen ist und nichts genommen wird, das nicht aus Größe oder Ort und Zeit geboren wurde, noch sich an irgendwelche Grenzen oder Ungewissheiten halten muss. Hier vereinigen sich Mittel und Zweck als eins. Und dieses eine hat überhaupt kein Ende. All das ist wahr, und doch hat es für denjenigen keine Bedeutung, der noch eine ungelernte Lektion, einen Gedanken, dessen Zweck noch ungewiss ist, oder einen Wunsch mit einem geteilten Ziel in seiner Erinnerung bewahrt. Dieser Kurs unternimmt keinen Versuch, das zu lehren, was nicht leicht zu lernen ist. Seine Reichweite übersteigt die deine nicht, außer darin, dass er besagt, dass das, was dein ist, zu dir kommen wird, wenn du bereit bist. Hier sind die Mittel und der Zweck getrennt, weil sie so gemacht und wahrgenommen wurden. Deshalb gehen wir so mit ihnen um, als wären sie es. Es ist sehr wichtig, stets daran zu denken, dass alle Wahrnehmung so lange auf dem Kopf steht, bis ihr Zweck verstanden worden ist. Die Wahrnehmung scheint kein Mittel zu sein. Gerade das erschwert es, das ganze Ausmaß zu erfassen, in welchem sie von dem abhängen muss, wozu sie dient, in deinen Augen. Die Wahrnehmung scheint dich zu lehren, was du siehst. Sie legt jedoch nur Zeugnis ab für das,
was du gelehrt hast. Sie ist das äußerliche Abbild eines Wunsches, ein Bild, von dem du wolltest, dass es wahr sei. Sieh dich selbst an und du wirst einen Körper sehen. Betrachte diesen Körper in einem anderen Licht. So sieht er anders aus. Und ohne Licht sieht es so aus, als sei er weg. Dennoch bist du beruhigt, dass er da ist, weil du ihn noch immer fühlen kannst mit deinen Händen und ihn sich bewegen hörst. Hier ist ein Bild, von dem du willst, dass du es seist. Es ist das Mittel, um deinen Wunsch wahrzumachen. Es gibt dir die Augen, mit denen du auf es schaust, die Hände, die es fühlen, und die Ohren, mit denen du die Geräusche hörst, die es erzeugt. Es beweist dir seine eigene Wirklichkeit. So wird der Körper zu einer Theorie deiner selbst gemacht, in der keine Vorkehrungen für Beweise, die über ihn hinausgehen, getroffen sind und keine Aussicht auf Entrinnen ist. Mit seinen eigenen Augen betrachtet, steht sein Lauf fest. Er wächst und welkt, blüht auf und stirbt. Und du kannst dir dich nicht getrennt von ihm vorstellen. Du brandmarkst ihn als sündig und hasst seine Taten, indem du ihn als böse beurteilst. Deine Besonderheit aber flüstert: Hier ist mein eigener geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. So wird der Sohn zum Mittel, um seines Vaters Zweck zu dienen. Nicht identisch, nicht einmal ähnlich, doch immer noch ein Mittel, um dem Vater das anzubieten, was er will. Dergestalt ist die Travestie der Schöpfung Gottes. Denn so, wie ihm die Erschaffung seines Sohnes Freude machte, Zeugnis für seine Liebe ablegte und seine Zielsetzung teilte, so bezeugt der Körper die Idee, die ihn gemacht hat, und spricht für deren Wirklichkeit und Wahrheit. Und damit sind zwei Söhne gemacht. Und beide scheinen ohne Treffpunkt noch Begegnung durch diese Welt zu wandern. Den einen siehst du außerhalb von dir, deinen eigenen geliebten Sohn. Der andere, der seines Vaters Sohn ist, ruht im Inneren, in deinem Bruder, wie er in dir ist. Ihr Unterschied liegt nicht darin, wie sie aussehen, auch nicht, wohin sie gehen, und nicht einmal in dem, was sie tun.
Sie haben einen anderen Zweck. Das ist es, was sie mit denen verbindet, die ihnen gleich sind und jeden von allen Aspekten mit einem anderen Zweck trennt. Der Sohn Gottes behält den Willen seines Vaters bei. Der Menschensohn nimmt einen fremden Willen wahr und wünscht, dass es so wäre. Und somit dient seine Wahrnehmung seinem Wunsch, indem sie ihm Erscheinung der Wahrheit gibt. Doch kann Wahrnehmung einem anderen Zwecke dienen? Sie ist nicht an Besonderheit gebunden, außer durch deine Wahl. Und dir ist es gegeben, eine andere Wahl zu treffen und die Wahrnehmung für einen anderen Zweck zu nutzen. Und was du siehst, wird diesem Zweck gut dienen und dir seine Wirklichkeit beweisen.